Ist Ketamin das neue Koks? Das klingt irgendwie lustig, oder? Ist das lustig? Ist es lustig, Chat? Ja, komm, das gucken wir, okay? Das schauen wir. Wird eh nicht monetarisiert, wir gehen rein. In diesem Video sprechen wir über Ketamin und den Missbrauch der Substanz der Droge. Der Handel im Bezug von Ketamin ohne ärztliches Rezept ist strafbar. Der häufige Konsum von Ketamin kann beispielsweise Abhängigkeit, Psychosen und Hirnschäden zuführen. Die Hype-Kultur-Folge bilden wir der Szene ab, die Ketamin als Droge konsumiert. Und außerdem bilden wir die Sichtweise von Menschen ab, die sich in dieser Szene bewegen, von dem Missbrauch distanzieren und es ausdrücklich raten davon ab. Dieses Video soll weder zur Nachahmung noch zum Konsum animieren. Moment, ich muss mich kurz umziehen, Chat. Ketamin-Shirt ist in der Wäsche. Also mein Ketamin-T-Shirt ist in der Wäsche, mein Ketamin-Trikot. Aber ich habe das hier, okay? Bin ich qualifiziert? Bin ich qualifiziert, Chat, oder nicht? Gut, wir gehen rein. Ekimel kommt mit Keta und Krawall. In jeder Vorlesung siehst du mindestens 3 Leute mit Keta-Pony und dein Atze redet nur noch darüber, wie eye-opening das K-Hole war. Ich sag jetzt eine Sache, Chat. Ich kenne natürlich Leute, die Ketamin konsumiert haben. Ich habe selber noch nie gemacht und habe auch nicht vor, das zu machen. Ich finde aber irgendwie das Meme. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das Meme Ketamin einfach lustig, weil es ist für mich ein Keta-Meme. Oh mein Gott, crazy. Checkt ihr, was ich meine? Weil es ist eigentlich Pferdebetäubungsmittel. Jetzt ist es auch irgendwie in der normalen Medizin irgendwie angesiedelt und ich finde einfach, dass es irgendwie lustig ist, dass Leute das so machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das einfach irgendwie dope as funny. Das Wort ist irgendwie lustig. Es ist für mich ein riesiger Running Gag und ein richtiges Meme geworden. Checkt ihr, was ich meine? So, das ist irgendwie, warum das so funny ist. Vielleicht bringe ich auch irgendwann mal einen Song raus mit irgendwem, der K-Hole heißt, mit Philo oder so. You never know. Aber wie wurde Keta vom Medikament zur Partydroge und Meme? Und was haben Pferde, Fußballsocken und chinesische Kinder mit AKs damit zu tun? Chinesische Kinder mit AKs? Das ist crazy. Angels sippen und ich kack mir auf die... Sorry. Ketaminchlorid, kurz Keta, ist weißes Pulver und sieht eigentlich aus wie Koks. Glitzert nur ein bisschen mehr. Keta ist so kristallin, gibt so unterschiedliche Formen, so von Stäbchen. Meiner Meinung nach ist es ein sehr gutes Indiz für gute Keta-Qualität. Ey, Wenn das Keta so aus so langen Stäbchen besteht. Man muss es klein machen auf jeden Fall. Wenn man es klein macht, dann wird es pulverig. Erste Assoziation wäre an dieser Stelle eigentlich eher Notfallmedizin oder... Moment! Nee, ich hab's nicht... Nee. Die Anästhesie, nee. Eigentlich der Einsatz, der... Ja, genau, so dafür ist halt da. Es ist halt ein Narkotikum, oder? Die meisten von euch denken safe hier dran. Er bringt so viel Keta mit, als wäre ich ein Pferd. Ist es nicht so dieses Ding so, das Glück der Erde liegt den Medikamenten der Pferde? So, daher kenne ich diesen ganzen... Das ist halt so ein Running Gag irgendwie. Ich schwöre, ich glaube nicht mal, dass die alle schon mal Keta genommen haben. So, wisst ihr, das ist einfach lustig irgendwie. Es ist geisteskrank, aber es ist einfach irgendwie lustig. Es ist einfach fucking Running Gag. Gehst du zum Friseur, willst du ein Keta-Pony immer? Nein, du kannst kein Pferd sein. Guck mal, allein Horse Girl, die DJ, macht diesen Joke schon so, wisst ihr? Man hätte mir einmal vorher sagen sollen, dass das alles gar nicht in den Mund nehmen und mimen. Achso, ja gut, dann. Weil Ketamin ist eigentlich ein Narkosemittel. Ich weiß nicht, ob man das vor meiner Jugend auch... Oh, Skid Cobain, guter Mann. ...oft gemacht hat, so, aber ich habe schon den Eindruck, dass... Hast du Ketamin-Erfahrung? Nein, wie gesagt, also ich habe selber noch nie Ketamin genommen, werde auch nicht da irgendwie mich mal ausprobieren, weil ich weiß nicht, das ist einfach... Das ist ein Betäubungsmittel, so, wisst ihr, was ich meine? Das ist wie so... Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie, als würde ich jetzt einfach sagen, ey, ich nehme jetzt fucking Tilidin, was auch ein Medikament. Das ahnt ihr, was ich meine? Das muss nicht sein so. Ich bin straight up. You know what I'm saying, though. Gerade so schon das Gehypteste ist. Keine Ahnung, wie irgendjemand auf Pferdebetäubungsmittel gekommen ist, vielleicht aus Versehen oder so. Die Idee an sich kommt wahrscheinlich daher, dass es eine psychotrope Substanz ist. Das heißt, dass man damit gewisse Bewusstseinszustände herbeiführen soll, die Leute gut finden. Klingt natürlich erstmal toll, ne? Aber ich glaube, es ist mittlerweile auch angekommen, dass es auch in so einer Notfallmedizin verwendet wird. Wir sind basically Tiere. Und Pferde bekommen. Das ist ein crazy Take. Kommen halt bestimmt eine andere Das Dosierung, ist ein crazy dass die Take. Da betäubt werden. Die Leute sind halt am Trippen davon. Also dann wird es halt jedes Wochenende genommen und dann bist du. Ciao. Also wie gesagt, ich kenne obviously Leute so, ich bin in der Techno-Szene drin. Natürlich kenne ich Leute, die schon mal Keta genommen haben. Ich habe auch schon sehr viele Leute im K-Hole irgendwo rumschluffen oder rumsitzen, rumliegen sehen. So vegetativer Zustand. Mich schreckt sowas immer giga ab. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob das dann geil ist, so da so komplett auf Klatsche zu sein. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist so, don't know. Das ist schon, wäre jetzt nichts, wo ich sage, yeah, das ist es, weißt du? So, das ist so gruselig für mich einfach, ahnt ihr? Tierärzte benutzen das bei größeren Tieren. Zum Beispiel, wenn die von A nach B transportiert oder operiert werden sollen. Weil
Keta knallt nicht so lang und man ist schnell wieder auf den Beinen. Also, wenn man... Ist das krank? Was gucke ich hier gerade? ...ein Pferd ist. Es gibt auf jeden Fall Sorten, die wirken eher trippy und manche betäuben eher. Was ich gesehen habe auf jeden Fall, ist halt von der Menge auch abhängig. Man blendet voll viel aus, aus so einem herum, so auch aus der Sichtfeld. Alles wird so rausgefadet. Aber wenn man dann ein bisschen höher von Dosierung geht, dann verliert man langsam die Balance. Wahrnehmungsstörung würde ich auf jeden Fall sagen. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, wie Kollegen so schief gegangen sind. Kommt natürlich auch immer auf die Dosierung drauf an. Bei geringeren Dosen wirkt das Ganze erstmal analgetisch, also schmerzlindernd, und dann hypnotisch bei höheren Dosen. Das heißt also dann auch bis zur Vollnarkose. Aber es gibt, das habe ich auch mal irgendwo, ich glaube sogar bei Open Mind selber gesehen, zwei verschiedene, oder bei Tomatolix, I guess, bei zwei verschiedene Sorten Ketamin. Eins, was eher so trippy ist, und eins, was eher schmerzlindernd ist, oder? Aber das funktioniert nicht nur bei Tieren. Bei Menschen wird es in Notsituationen eingesetzt, weil Ketamin... Immer lügen, wenn ihr gefragt werdet, wie viel ihr wiegt. Kann nicht schiefgehen. Einträchtigt die... Bitte macht das nicht. Bitte seid immer ehrlich zum Notarzt. Bitte seid immer ehrlich zum Notarzt, Chat, wenn ihr ansprechbar seid. Macht keine Scheiße. Die Atmung nicht. Anders als andere Narkosemittel. So spart man sich Zeit, um ein Beatmungsgerät an den Start zu bringen. Es ist ein relativ gutes Schmerzmittel. Die therapeutische Breite ist groß. Man hat also ein bisschen Spielraum bei der Dosierung. Es wirkt schnell und... Es hat keinen Einfluss auf die Atem- und Herzfrequenz. Das habe ich gelernt, Leute. Ihr wisst Bescheid. Früher hat man PCP benutzt. Kennt ihr vielleicht auch als Angel Dust. Der große Nachteil? Enorme Hallus. Teilweise sind Patienten völlig drauf auf Horrortrip durch Krankenhäuser geirrt. Ja, auf Horrortrip muss nicht sein. Das ist uncool, glaube ich, I guess. Dieser Drang irgendwie danach, immer was Neues zu finden, um eine andere Erfahrung zu haben, sollte uns eigentlich zu bedenken geben, was nüchtern bei Menschen abgeht, weil irgendwas ist... PCP noch nie gehört, ich kenne PVC, das ist das Rohr, wo die Scheiße durchgeht. Das war ja an der Gesellschaft nicht richtig. 1965 wird PCP deswegen vom Markt genommen. Stattdessen geht dank US-Chemiker Calvin Stevens Keta an den Start. Keta schallert zwar weniger krass, die Nebenwirkungen sind aber trotzdem noch gut trippy. Deshalb wird es oft in Verbindung mit Beruhigungsmitteln eingesetzt. Du bist chillig dadurch, du denkst nicht zu viel nach und dann Beruhigungsmittel bringt dich so auch ist runter. Geschenkt, danke, ich könnte mir vorstellen, dass die Mischung von Ketamin und so Beruhigungsmittel Sinn macht, weil vor allem für Leute, die keinerlei Drogenerfahrung haben, könnte es sich ein bisschen komisch anfühlen, auf Keta zu sein. Wer hat dieses Video gemacht? Reefed, die hat gerade Zeit. Ihr Toni hat das gerade gemacht. Ketamin und Drogensmittel ist eine gängige Kombination, um einfach die negativen halluzinogenen Wirkungen vom Ketamin so ein bisschen zu kompensieren. Ihr merkt schon, auch nicht optimal. Keta kommt hauptsächlich in Notsituationen zum Einsatz. Zum Beispiel in den 70ern bei US-Soldaten im Vietnamkrieg. Durch die kommt es wahrscheinlich auch in der offenen Drogenszene in den Staaten an. Vermutlich, weil einige Veteranen darauf klatschen geblieben sind. Die wollten einfach nur, dass die so eine Maschine sind. Und deswegen haben die denen einfach alles gegeben. Und Keta war halt so eine Sache davon. Ich denke nicht. Bro, man hat aber auch damals in den Chat, wusstet ihr, dass man, wie heißt das, Fliegermarzipan und Panzerschokolade, das ist einfach Crystal Meth. Perventin hat man 1940, haben Deutsche Crystal Meth entwickelt und das einfach den Soldaten gegeben, so damit die da auf Klatsche klarkommen, so dass die leistungsfähiger, ausdauernder sind und so weiter und so fort. Das ist verrückt. Das ist no joke verrückt. So voll viele Drogen kommen ja so aus dem Militärbereich, ne? Dass das primär mitgegeben wurde, wie zum Beispiel Crystal, das wurde ja zur Leistungssteigerung bei praktisch allen Parteien im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Warum machen wir das eigentlich nicht mehr? Oder? Es macht auf jeden Fall Sinn, das auch im Krieg einzusetzen, weil es natürlich auch angstlösend ist. In diesem Fall wird es wahrscheinlich... Ich habe glaube Australien, Neuseeland oder so, gibt es mittlerweile Therapien damit, so gegen Depressionen und sowas, weil es wohl eine antidepressive Wirkung hat, also Ketamin, aber man weiß gar nicht warum. Und das ist crazy. Einfach so gewesen sein, dass die Leute unter erheblichem Stress gestanden haben und festgestellt haben, Ketamin ist dann halt da irgendwie eine Möglichkeit, Entspannung zu finden und haben dann die Angewohnheit auch nach dem Krieg. Verrückt, also verrückt. In den 90ern gibt es dann auch den ersten Hype in UK. Keta wird big in der Party und... Alter, wirklich, die Briten sind krank on cat. Diese sind wirklich crazy on cat. Ich habe das jetzt schon mehrfach miterlebt. Thailand, wo sie sich das alle ballern. Wenn ich in der UK feiern bin, alle sind am cat. Cat und Koks ist bei denen richtig groß, beide Sachen so. Und halt saufen. Also das ist so bei denen krass. Das ist krass. Die sind da richtig drauf hängen. Hausbesetzer-Szene im Südwesten Englands. In der queeren Rave-Szene in London mischt man Keta mit Coca und kriegt CK1. Oder Keksen, ja. Keks, Junge, ist crazy. Keksen ist ganz groß. Keks ist crazy. Du bist klar. Einfach Kuchen. Aber du bist mehr im Moment und ich habe das Gefühl, dass man... Ja, auch immer diese Ideen auf so, ich habe hier eine Droge, boah, ich muss die jetzt noch mit einer anderen kombinieren. Maximaler Mischkonsum.
Boah, weiß ich nicht, ob es das ist, ne? Man auch mehr so die trippigeren Sachen wahrnimmt, also dass man aufnahmefähiger ist. Das ist bei Sexpartys beliebt, weil Keta verringert das Schmerzempfinden und entspannt die Muskeln. Ja, also so ungehemmter sein trifft es auf jeden Fall schon zu, ne? Also ich glaube, man wirkt so, man baut so Hemmung ab. Also wenn man auf Ketamin Sex hat, ist man einfach so dermaßen hemmungslos und notgeil. Ja. Krass. Betäubungsmittel auf jeden Fall. Also ist dann auch nicht so schlimm, wenn du mal hinfällst auf die Fresse. Stolperst und dir wehtust, weil du merkst halt eigentlich gar nichts davon, ne? Außer am nächsten Tag dann natürlich die ganzen blauen Flecken. Und weil wir in Deutschland eh alles nachmachen, was bei den Kollegen übersee geht, kam Keta im Laufe der Zeit auch in der deutschen Szene an. In Deutschland, Österreich und Schweiz ist Ketamin verschreibungspflichtig, fällt aber nicht unter das BTMG. Hä? Hä? Anders als zum Beispiel MDMA. Wie, das ist nicht vom... Hä, warte mal. Ist das so ein Ding von, das ist nicht illegal dann oder wie? Also man muss verschreibungspflichtig haben, ja. Aber man kann jetzt damit Auto fahren oder was ist jetzt der Call? Was ist das denn? Das heißt, der Besitz ist per se nicht strafbar, der illegale Handel aber schon. Okay, crazy. Aber wie gelangt Keta überhaupt vom Tierarzt auf den Rave? Keta ist eine synthetische Droge. Es muss also zusammengemischt werden. Krank. Bisschen so Chemiker-Zaubertrank-mäßig. Dafür braucht man krasse Skills und Equipment. Für den Schwarzmarkt war das früher nicht drin. Also brauchte man eine besonders gute Connection zu seinem Tierarzt. Können wir nicht einfach, so sieht ein Ticker von No Joke aus. Crazy, dass sie das so gemacht haben. Das wäre doch mal Stream-Content dann, oder? Oder man pullt halt Raubüberfälle auf Tiertransporter, Tierarztpraxen und Apotheken. Ja, die Leute, die sich am Medikamentenschränkchen bedienen auf der Arbeit. Soll schon vorgekommen sein. Manchmal höre ich halt so Geschichten von so Kollegen, so, ja, hier, das ist richtig gutes Keta, das hat die Freundin aus dem Krankenhaus mitgenommen. Ketamin ist heute noch auf jeden Notarzteinsatzwagen. Oder auch aus dem Rettungswagen, ne? Da ist nämlich irgendwo auch immer sowas dabei. Indien war lange der größte Ketaminproduzent der Welt. Früher konnte man da so Kartons mit 10 Milliliter Ampullen einfach in der Apotheke kaufen. Das ist verrückt. Ganz legal, ohne irgendwelche Fragen. Dev, danke schön. 2014 ändert die indische Regierung ihre Gesetze. Und bei uns steigen die Preise. Der Grund? Im Jahr davor wurde die illegale Keta-Manufaktur vom Drogenbaron Vikas Puri gebastelt. Der Ach saß auf 1175 Kilo Keta. Das Ergebnis? Europa erlebt seine erste Ketamindürre. Die Ketaminkrise damals, Chat, die Ketaminkrise. Es muss schlimm gewesen sein. Krise. Boah, Krise, Digga. Also ich habe noch nie irgendwas von irgendeiner Dürre von Drogen, von illegalen Drogen mitbekommen, also... Und der muss es wissen. Es passiert, finde ich, eher so bei legalen Sachen. Wir hatten das vor kurzem gerade mit irgendwelchen Schmerzsäften für Kinder. Und in dem Moment, wo da auch nur ein oder zwei Produktionsstätten ausfallen, dann wird das Ganze knapp. Die Leute fangen an zu hamstern und dann geht es sogar mit regulären Medikamenten in der Apotheke. Viele Drogen werden auch von so vielen Quellen produziert, dass da jetzt ein Bast keinen Unterschied macht. Wenn da im Tonnenmaßstab Ketamin hergestellt wurde und dann der Versorger wegbricht, aber der Konsum gleich bleibt, dann gibt es natürlich auch einen entsprechenden Mangel. Parallel zu der Nummer in Indien gibt es eine der größten Drogenrazzien in der chinesischen Geschichte. Krass. In Bushehr. Das ist einfach ein Dorf voller vergoldeten Villen. Voller vergoldeter Villen? Finanziert mit Drogengeld. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Bewacht von Dorfbewohnern und Kindern mit AKs und Handgranaten. Yo, what the hell is going on? Die Vorbereitung der Razzia hat fucking 6 Jahre gedauert. Neben mehreren Tonnen an Crystal Meth, Crystal Meth Dorf, Cash und Guns findet die Polizei mehr als eine halbe Tonne Keta. Ready für den internationalen Schwarzmarkt. Ich habe auch gehört, dass der Hauptsupply aus China mittlerweile kommt, also weltweit. Krass. Ja. Chinesische Drogengangs haben den Code geknackt. Und können plötzlich Keta selbst herstellen. Vermutlich mit Hilfe von mexikanischem Kartell. Heute ist die Herstellung von Keta für den Schwarzmarkt sowas wie eine internationale Gruppenarbeit verschiedener Big Player. Das K kommt aus China, ganz easy in die deutsche Clubszene. Ein ehemaliger Plurk berichtet, dass er jahrelang Keta online über Malle nach Deutschland bestellt hat. Auf Mallorca sind die Zollkontrollen nachlässiger. Und ist die Droge erstmal im Schengen-Raum, ist es easy. Weil Warensendungen aus anderen EU-Staaten werden in Deutschland nur stichprobeartig kontrolliert. Krass. Man muss also ganz schön Krass. Pech haben, damit genau die... Ist das eine gute Idee, dass die so eine Anleitung machen? Also weiß ich jetzt nicht. Keta-Bestellung gebostet wird. Getarnt als Fußballsocken oder Schönheitsprodukt kommt das K in Deutschland an.
Hier wird es für 20 bis 30 Euro pro Gramm auf der Straße getickt. K-Hole, made in China. Crazy. Aber wenn Keta eigentlich ein Narkosemittel ist, warum zur Hölle nimmt man das dann zum Feiern? Ja, so will man beim Feiern raus sein? Ich will doch eher da sein und checken, was abgeht, oder? Will man da nicht eigentlich wach sein? Yeah. Ich glaube nicht, dass man beim Feiern unbedingt wach sein will. Manche Leute wollen sich auch einfach entspannen. Man muss einfach nur so ungefähr den richtigen Dosisbereich treffen und dann wirkt es ja teilweise sogar auch anregend. Man ist halt eher in seiner eigenen Welt anstatt präsenter in der richtigen. Es ist, macht generell einfach ganz schön bescheuert. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das, was man davon da will. Bescheuert, definitiv, ist wie man dazu sagt. Das heißt, ich habe Empfindungen, wo sich dann also die Kommunikation zwischen meinem Hirn und meinem Körper und das Erleben meiner Sinnesumgebung sich verändert. Darauf Fahrprüfung, Beste. Natürlich, es gibt Leute, die sich einfach nur wegballern wollen, die einfach nur feiern wollen, Party machen, aber es gibt halt auch noch diese andere Seite, die forschend ist, die es interessant findet, wie man sich fühlt auf solchen Drogen und das halt aus dem Grund macht. Keta ist tatsächlich kein richtiger Downer. In kleineren Dosen fühlt sich Keta Ich sage auch ehrlich, Chat, ich finde auch das so, diese Art von Konsum, das ist so krank ekelhaft, oder? So, Bro, in meiner Nase sind Popel drin und ich will nicht irgendwas ziehen. So, ich will nicht irgendein Pulver, was wahrscheinlich noch wehtut und alles und brennt und Nasenbluten macht und meine Schleimhäute fickt und so. Das ist doch krank. Das ist das Unnatürlichste, Digga. Oh Gott, ich sag sogar, ein Zäpfchen ist natürlicher als das. Wisst ihr, was ich meine? Also, maybe bin ich der Weird Champ hier. Keine Ahnung. Aber, also, ahnt ihr was? Also, das ist doch verrückt, oder? Das ist genau wie Spritzen, so, hä? Nimm an, wie besoffen sein, nur ohne Kater. In höheren Dosen schiebt's dann richtig. Negative Gefühle können für kurze Zeit verdrängt werden. Menschen mit sozialen Ängsten können sich und ihre Hemmungen besser fallen lassen. Du kannst dein Umfeld komplett ausblenden. Als würde man sich im Club auflösen. Nasenspray auf ist das Beste. Guck mal, hier sind Leute, die sind Knower, die wissen, was läuft. Das ist crazy. Das ist eher so trippy. Das heißt, ich bin komplett in meinem Kopf drin und bin dann irgendwie darauf nicht so fokussiert. Vor allem, wenn man davon spricht, dass ab einer gewissen Dosis so Ego-Tod eintritt, löst man sich ja schon irgendwie so ein bisschen. Das Ego-Tod auf einer Party, das klingt so krank schlimm. Auch auf. Als ich damals so K-Hole-mäßig auf dem Steinboden gelegen bin, hatte ich ja, während ich gelegen bin, so gar kein Körpergefühl. Ein bisschen wie in so seinem eigenen Tunnel. Das kann man so einfach in seinem eigenen Kopf sein. Keta war schon vor Corona in Deutschland verbreitet. Ich habe bis 30 auch keine Chemie genommen und dann die Angst davor verloren. Ey, so jeder wie er will. Ich sag immer, ich bin da so, kann jeder machen, wie er möchte. Ich verurteile da niemanden für. Ich glaube, solange man sein Leben auf die Reihe bekommen hat, ist jeder erwachsene, mündige Mensch, sollte das für sich entscheiden so. Und solange man darauf nicht abkackt und irgendwie gesundheitlich oder sozial oder irgendwelche Folgen davon hat, mach dein Ding so, don't care. Aber wer jetzt halt nicht meint, sich irgendwas so, das ist so ganz weit weg, wisst ihr, für mich so. Vor allem in Berlin. Aber mit der Einsamkeit der Pandemie gab es nochmal heftigen Push. Weil anders als Upper, wie Koks, kannst du Keta auch allein auf der Couch ballern. Aber allein Drogen nehmen ist ja auch scheiße, ne? Also allein Drogen nehmen ist auch wirklich für den Arsch. Wenn man das Keta und Koks richtig vergleicht, Kacke, dann könnte ich mir vorstellen, dass man bei Koks eher Bock hat auf soziale Kontakte und so. Und bei Keta könnte es auch eine sehr chillige Sache sein, allein. Trotzdem ist es ja mies interessant, auch wenn man selber gar nicht drin ist, wisst ihr, was ich meine. Trotzdem ist es ja irgendwie interessant, sich das mal so anzuhören. In zu Hause. Das ist weniger mein Ding. Ich glaube aber, dass ja, das schon auf jeden Fall passiert, dass Leute das auf jeden Fall allein. Außer Fanta. Bro, Moritz, du machst paar viele Fentanyl-Jokes hier. Einnehmen auch zum Runterkommen. Ich glaube, in einem Umfeld, in dem du dir das vorbereitest und schön machst und so, kannst du halt ganz anders nochmal diese Droge erfahren als. Wie macht man sich das schön? Setzt man sich so hin, zieht sich so einen Anzug an, macht sich so ein Gedeck und dann zieht man einfach in Line und. Ich check nicht. Jetzt im Club oder so. Vielleicht bin ich zu Rookie im Kopf, keine Ahnung. Wieso, Bro? So, wie gesagt, die Leute, die ich kenne, so noch gut kenne, die das schon gemacht haben, die meinten, ist mega chillig. Aber ja, ne, so, we don't judge Chat, you know? Also wieso sitze ich jetzt alleine und knall mir Keta rein? So, ich feiere das nicht. Es gibt ganz viele Berichte von Leuten, die dann irgendwelche Unfälle erlebt haben, in dem Moment, wo sie unter Ketamin standen und sich dadurch verletzt haben. Schon halt ein bisschen so der Übergang zum Junkie-Style. In China gibt's nochmal eine andere Wave. Da treffen sich gelangweilte Hausfrauen in sogenannten Lonely Wives Clubs und ballern Keta als Ausgleich zum Alltagsstress. Das ist verrückt. Als wäre es eine Tupper-Party. Aber statt einer geilen Brotdose kriegst du kompletten Kontrollverlust. Das ist verrückt. Weil wer zu viel nimmt, ballert sich ins K-Hole. Heißt, kompletter Kontrollverlust. Bisschen wie Bewusstlosigkeit, aber dein Kopf ist noch aktiv. Aber kann man dabei draufgehen? Also kann man nicht, dann ist das nicht so schon überdosieren, dass man dann stirbt?
Leute beschreiben das so, als würde sich deine Seele vom Körper trennen und du alles von oben sehen kannst. Klingt for real anders chillig. Das will ich auf dem Rave erleben. Mein Favorite DJ ist da. Ich habe eine richtig gute Zeit mit meinen Freunden. Erstmal meinen Körper von oben sehen und kompletter. Das chillig. Bei Keta war ich immer so bisher, dass ich halt davor so Respekt habe, vor diesem K-Hole und das halt aus dem Grund nicht gemacht habe. Also ich kenne es nur in der Verbindung mit anderen Sachen, wie zum Beispiel Alkohol. Das gibt Leute, einfach die Minecraft F5-Modus ist krass. Sagen, sie hätten dann irgendwie ihren eigenen Körper von oben gesehen oder konnten sich einfach von irgendwelchen Sachen entkoppeln, die sie nicht mehr haben wollten. Also man kann schon ins K-Hole kommen, indem man einfach extrem viel nimmt, aber ich glaube, dass häufiger einfach ein Unfall ist und einfach dadurch durch Mischkonsum passiert oder so. Es gibt Leute, die haben da die erleuchtendsten Sachen, aber viele, mit denen ich gesprochen habe, haben eher so auch dunkle Experiences gemacht. Hat da sozusagen dann 20 bis 30 Minuten relativ. Keta und Krawall ist das einzig gute Keta. Ja, ist dieser Song. Keta und Krawall, meine Nase ist wund, Fotzen sind prall und der Arsch ist bunt oder irgendwie sowas. Oder ist Krawall auch eine andere Droge nochmal? Ist Keta und Krawall, was ist Krawall? Ist das auch eine Droge? Weil ich kenne das so als Stress, so man hat Beef, you know? Nee, der Song, ja okay, check. Ich dachte, Krawall ist nochmal irgendwas anderes. Psychedelische Erfahrung. Zeit einschätzen ist ja auf der Reise sehr schwer. Genau, das Zeitgefühl verschwindet ja auch ein bisschen. Ja. Aber danach ist man eigentlich wieder völlig einsetzbar. Man kann sich auf jeden Fall nicht rausdenken. Es ist tatsächlich erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Was manchmal auch ein bisschen blöd ist. Ne? Generell ist das Ganze mies gefährlich. Ja. Zu den Kurzzeitnebenwirkungen zählen hoher Blutdruck, gesteigerter Puls, Übelkeit und Erbrechen. Einige verlieren auch die Kontrolle über ihre Bewegungen. Vor allem Mischkonsum ist miese. Die Kombi von Keta mit Alkohol, G oder Opiaten kann zu Erbrechen oder Bewusstlosigkeit führen. Ja Bruder, wenn du vier Substanzen miteinander mischst, was erwartest du denn? Und lebensbedrohlich werden. Keta kann einen psychisch abhängig machen. Bei Konsum über längere Zeit baut man Toleranz auf. Heißt, es muss immer mehr und mehr konsumiert werden. Übermäßig Keta ziehen kann aber zu Inkontinenz, Gedächtnisproblemen und Psychosen führen. Mega chillig. Oh boy. Funny cause it's true. Ja. Das Ganze passiert, wenn man das Ganze häufiger verwendet. Es ist also nicht so, dass man Sorge haben muss, wenn man einmal irgendwo eine Narkose mit Keta gemacht hat, dass dann all diese Folgen auftreten. Das Ketamin ist absolut nichts, was man unterschätzen sollte. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, was so die Gefahren von Kokain sind und dass das häufig auch unterschätzt wird. Und dann habe ich meine Community gefragt, was für ein Video soll ich als nächstes zu einer Droge machen, die wo eurer Ansicht nach unterschätzt wird, wovor muss man die Leute warnen? Und der Nummer 1 Vorschlag war Ketamin. Alle haben gesagt, jo, die Leute übertreiben zurzeit komplett mit Ketamin. Wir haben ja an den Nebenwirkungen gehört, dass es eigentlich eine ziemlich blöde Idee ist, das Ganze eben zu nicht-medizinischen Zwecken zu verwenden. Und wenn man es trotzdem macht, unterschätzt man auf jeden Fall die Gefahr. Deine Nerven plus Gehirn können geschädigt werden. Auf der Liste stehen Blasenentzündung, Nierenversagen und Leberschäden. Und Keta kann originell dazu führen, dass du Blut pisst. Das muss, glaube ich, nicht sein. Ey, das ist safe kein Trip wert. Von einem Medikament mit dieser Liste an Nebenwirkungen würde man locker die Finger lassen. Safe. Bei Überdosierung ist das Risiko für Atemaussetzer zwar geringer als bei anderen Drogen, aber plötzliche Bewusstlosigkeit, Krampfanfälle und sogar Koma sind trotzdem drin. Ja, ich will nicht der Boomer sein, so ich ride das Meme auch und ich find's funny, aber Finger weg an gestern. Und wie schief das gehen kann, haben wir zuletzt bei Matthew Perry gesehen. Trotzdem, Keta hat es vom Einsatz bei TOP über den Vietnamkrieg auf deine Kellerparty geschafft. Die Beschaffung läuft easy. Der internationale Schwarzmarkt produziert extra für die Straße. Der Rausch ist bezahlbar und beliebt. Und kaum eine andere Droge hat gerade so einen popkulturellen Hype wie Keta. Wilmersdorf ist so wie K, ich bring es auf die Karte. Wegen Ketamin, versteht ihr, ne? Keta und Krawall, meine Nase ist wund. Immer wenn Rap gerade ein bisschen Witzfaktor hat, ist Keta gefühlt nicht weit. Ja genau, das finde ich halt so funny, das Meme dahinter, ahnt ihr? Rausballern bis ins K-Hole hat es irgendwie in die Meme-Culture geschafft. Und die Droge wird übelst als Lifestyle-Ding vermarktet. Keta geht nicht nur in Songs oder auf Shirts dumm, sondern auch im Internet. Ja, auf Shirts finde ich es halt witzig. Das ist ja auch Teil der Rave-Szene ist und das ist ja alles miteinander verbunden. Pop-Culture, Memes ist ja auch Pop-Culture, es verwechselt dann halt irgendwann alles miteinander. Also ich merke das auch selbst in meinem Umkreis, dass Keta immer beliebter wird. So vor 3 Jahren wusste keiner, was Keta ist, aber jetzt ist eigentlich gibt's keine Party, bin ich auf keiner Party, wo nicht irgendwer so ein bisschen Keta genommen hat. So. Alles ist doch irgendwie groß, ne? Also ich meine, vor einem Jahr hat man noch davon geredet, dass Hip-Hop nur mit Kokain assoziiert wird, jetzt ist es Ketamin, davor war es Gras.
Lean. Sag ehrlich, Keta ist das Lean von Techno-Rapper. Boah, ja, checke. Dienst nachgefragt. Checke. Alles noch witzig oder problematische Verherrlichung? Vielleicht kennt ihr noch Andrea Pies aus unserem Kokain-Video. Die sagt, gar nicht funny. Das Coolmachen von Keta in Musik und Memes kann richtig gefährlich werden. Hm. Vor allem für Menschen, die vielleicht nicht wissen, worauf sie beim Konsum achten müssen und welche Risiken es gibt. Naja, ey, wenigstens nehme ich kein Ketamin. Aber Keta ist nicht nur eine funny Meme-Droge. Laut britischen Forschern soll Kay sogar gegen Alkoholsucht helfen, weil es wohl das Verlangen vermindert. Und seit einiger Zeit wird die Droge auch gegen Depressionen, das hab ich mitbekommen, Angststörungen ja. und in der Traumatherapie genutzt. Also bei den Depressionen ist es so, dass es ein Medikament ist, insbesondere für Leute, die gerade einen sehr schweren depressiven Schub haben und die an Selbstmord denken, dass man dann in der Lage ist, teilweise innerhalb von unter einer Stunde eine Wirkung zu erzielen. Das kriegt man halt mit ganz wenigen Antidepressiva hin. Ich habe da so Gemischtes gehört. Also ich kenne welche, die so haben versucht, das während einer depressiven Phase zu nehmen und die hatten sehr gute Effekte und bei manchen war es langfristig schlecht. Ich glaube schon, dass es vielleicht hilft, irgendwie seine inneren Gefühle auch so ein bisschen abstrakter zu betrachten oder dass es mal hilft, dann auch irgendwie loszulassen. Ja, aber ob man dafür halt immer so sowas braucht, halt frage ich mich, weißt du? Vor allem bei Soldaten, so maybe, dass sie dann viel einfacher über ihre traumatischen Erlebnisse berichten können. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch bei Keta gut funktionieren kann. Wenn man während der Erfahrung jemanden da hat, der, mit dem man dann über seine Probleme reden kann, da könnte es natürlich sein, dass sozusagen ein Effekt, der durch eine normale Therapie eintreten wird, nochmal verstärkt wird. Es ist im Moment noch nicht so, dass man mit Ketamin eine Depression heilen könnte oder sowas, aber man kann zumindest erstmal dafür sorgen, dass diese lebensgefährliche Phase damit erstmal beendet wird. Die Menge macht das Gift halt. Es hat nicht nur schlechte Seiten. Die Wissenschaft weiß noch nicht hundertprozentig, warum Keta hilft. Eine Theorie: Keta verändert den NDMA-Rezeptor und öffnet vielleicht eine Art Tor in den Nervenzellen. NDMA. Die Droge minimiert die negative Wahrnehmung. Du siehst die Dinge also quasi nicht mehr durch die Brille deiner Krankheit. Hm. Andere Forscher sagen, Keta regt die Zellteilung im Hirn an. Vereinfacht gesagt, zum Beispiel von Traumata vorbelastete Wege werden nicht mehr beschritten. Vielleicht kennt ihr das selber. Die Wartezeiten für einen Therapieplatz sind endlos lang. Dann muss man ja auch noch wen finden, bei dem man sich... Ja, baut man sich dann selber therapiert mit Keta, weiß ich jetzt nicht, ob das der Move ist, ne? Ist jetzt nicht so die safe Nummer, weißt du, was ich meine? Sich wohlfühlt. Viele sind mies am Verzweifeln und greifen zur Eigenmedikation. Laut Andrea Piest nicht wenige mit... Wieso hat er dieselbe Frisur wie ich? Scheiße. Keta. In den USA spawnen immer mehr kommerzielle Keta-Kliniken. Und die Nachfrage... Ist das da legal? Oder wie? Das heißt, das Beste ist ja... Steigt. Und auch in Berlin bieten die ersten Kliniken seit paar Jahren Keta-Therapien an. Mit Erfolg. Studien zeigen, wenn's funktioniert und Leuten hilft, ist doch gut. Unglücklich wie nie. Und wenn's noch Leuten hilft, ist doch schön so. Alles wird teurer. Aber ich glaube, das selber zu machen, Krieg. Weiß ich Kein nicht. Schwanz kann sich eine vernünftige Wohnung leisten. Und lass lieber gar nicht so ein geiler Kanal. Darüber reden, dass in halb Europa ein Rechtsruck droht. Und wir die Erde gefickt haben. Ist das krass. Ganz ehrlich, kein Wunder, dass sich Kids in die Bewusstlosigkeit ballern wollen. Auch wenn das safe keine Lösung ist. Alles wird teurer, aber Ketamin... Ja, das bleibt immer... 30 Euro, oder? Ja, 30 Euro das Gramm. Und es gibt aber einen Riesenunterschied zwischen allein Keta auf einem dreckigen Couchtisch deines Homies ballern und dem Konsum unter Aufsicht von Therapeuten. Genau, nicht vergessen, für jede Leinketa geht ein Pferd unbetäubt in den OP. Das wollen wir nicht. Wollt ihr das wirklich? Aber jetzt auch mal wirklich, ne, an die ganzen Zuschauer, ne, passt auf euch auf. Ja, macht keinen Quatsch, no joke, Chat. Finger weg vom The Cataman.